Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Eine Herausforderung, vor der nun jeder Händler in den nächsten Tagen stehen wird, ist die Rückanpassung der Mehrwertsteuer. Diese temporäre Änderung wurde ja im Konjunkturprogramm der Bundesregierung beschlossen und sollte bis zum 31.12. anhalten. Das ist auch nach wie vor der Fall, das heißt am 01.01. muss um 0 Uhr die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% bzw. von 5% auf 7% zurückgestellt werden. Ein wichtiger Punkt, den es dabei allerdings zu beachten gilt und der euch vielleicht die Silvesterfeier rettet, die natürlich nur in sehr, sehr kleinem Rahmen stattfinden sollte, ist der, dass das Versand und nicht das Bestelldatum zählt. Das heißt, ihr könnt diese Änderungen vornehmen, sobald ihr euren Laden am 31.12. geschlossen habt und anschließend ganz beruhigt feiern gehen, da die Ware ja eh erst im neuen Jahr versendet werden wird. Welche Änderungen ihr wo vorzunehmen habt, damit diese sowohl in eurer Wawi als auch für euren JTL-Shop greifen, das zeigen wir euch jetzt. Als Vorbereitung dafür sollte ein Datenbank-Backup erstellt werden und der Worker beendet werden, damit wir auf Nummer sicher gehen und im Hintergrund keine Abgleiche mehr laufen können. Wenn wir das getan haben, gehen wir in unserer Wawi auf den Menüpunkt Admin und in die globalen Einstellungen rein. Hier begeben wir uns auf den Reiter Zahlungen und können den Standard-Mehrwertsteuersatz auf 19% stellen und abspeichern. Damit wäre Schritt 1 abgehakt. Für Schritt 2 gehen wir ebenfalls auf den Menüpunkt, aber anschließend auf Steuern drauf und in die Steuerverwaltung. Wir wählen die Zone EU aus, gehen in den normalen Steuersatz rein, also das Feld, das uns ganz oben angezeigt wird, und können hier wie eben den Steuersatz auf 19% zurückstellen. Nun muss nur noch der korrekte Steuerschlüssel ausgewählt werden, also Umsatzsteuer 19% und Abspeichern nicht vergessen. Genauso geht ihr für die ermäßigten Steuersätze vor, also von 5% auf 7% umstellen und den richtigen Steuerschlüssel auswählen. Solltet ihr mit den Corona-Steuerklassen gearbeitet haben, stellt ihr wie eben gezeigt auch eure normalen und ermäßigten Steuersätze von 16 auf 19 und von 5 auf 7% um, geht dann in die Steuerklasse Corona, also erst in Normal rein, ändert diese von 19 auf 16%, dann in den anderen Steuersatz und diesen von 7 auf 5%. Wenn euer DATEV-Export dann korrekt vonstatten ging und erledigt ist, könnt ihr im neuen Jahr dann auch einfach diese Corona-Steuerklassen rauslöschen, da ihr diese ja nicht mehr brauchen werdet. Als wichtiger Hinweis noch, geht in eure Steuerschlüsselverwaltung rein, also auf Admin, Steuern und Steuerschlüsselverwaltung und geht die Steuerklassen durch, die ihr verwendet und überprüft, ob bei allen ein Buchungskonto hinterlegt ist. So viel zu den Änderungen des Steuersatzes in der Wawi. Damit diese nun auch für euren JTL-Shop greifen, müsst ihr einen Artikel-Komplettabgleich durchführen. Dafür geht ihr auf den Menüpunkt Online-Shop auf Komplettabgleich und checkt mal die Artikel für euren jeweiligen Shop. Macht ihr nun wie gewohnt einen Abgleich, wird die Mehrwertsteueränderung auf all eure Artikel angewendet. Ich hoffe, wir konnten euch damit den Start ins neue Jahr sichern und verhindern, dass ihr dieses Silvester im Büro verbringen müsst. Falls das der Fall sein sollte, würden wir uns über ein Like und Abo freuen. Für alle weiteren JTL-spezifischen Fragen und Anliegen kümmern wir uns als JTL-Service-Partner gerne. Für Terminvereinbarungen und alle Infos dazu folgt dem Link oben rechts. Ansonsten euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.